Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute stand bei mir tatsächlich die Pinkbox. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin heute von meiner Dienstreise nach Hause gekommen und bin noch etwas platt. Gestern Abend war es spät und heute Morgen war es früh, wenn man das so sehen mag. Ich weiß nicht, ich bin etwas sehr spät ins Bett gekommen und musste aber trotzdem früh aufstehen. Naja, danach habe ich dann noch ein bisschen im Büro gearbeitet und jetzt bin ich hier. Hab aber gedacht, komm, Claudi, setz dich vor die Kamera, dreh noch ein bisschen was ab, denn in der Zwischenzeit sind ein paar Pakete eingetroffen, unter anderem halt die Pinkbox und die möchte ich dir gerne zeigen. Das ist eine Kooperation, deswegen kann ich auch eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Du solltest natürlich Abonnent meines Kanals sein, denn diese Verlosung ist für meine Abonnenten. Am besten auch dem Video ein Däumchen nach oben geben und ja. Ne? Einfach fleißig Kommentare schreiben und gegebenenfalls den Hashtag verwenden, der da unten steht. Und ja, ich habe jetzt hier schon diesen Aufreißer aufgerissen, weil ich einfach gucken wollte, was hier so eingetroffen ist. Da mache ich dann meistens einfach mal alle Pakete auf. Aber ich habe die Box noch nicht geöffnet, ich habe noch nicht reingeschaut. Ja, und bin halt sehr gespannt, was drin ist. Die Pinkbox ist eine Abo-Box, die bekommst du monatlich und kostet so um die 15 Euro, je nachdem, was für eine Abo-Form du wählst. Und hier habe ich einen Flyer drin, weil es halt eine Kooperation ist. Liebe Claudia, mit der neuen Pinkbox Hello Spring wollen wir uns bei dem grauen Winter verabschieden und den bunten Frühling mit offenen Armen empfangen. Viel Spaß beim Entdecken. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich bin auch den Winter tatsächlich leid. Ich bin es leid, dass es so dunkel ist. Wir waren heute auch auf einer Farm tatsächlich und da stand ich halt auch echt ziemlich tief in der Matsche drin. Dann ist das Zelt, wo drin wir eigentlich essen sollten, weggeflogen. Aber hey, wir haben in der Zeit, wo wir uns untergestellt haben, eine Geburt von einem kleinen Kalb mitbekommen. Das war schon wieder richtig schön. Ja, ne? Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr aufregender Tag heute. Und ich weiß nicht, irgendwie bin ich noch vollkommen ganz woanders, gerade kopfmäßig. Und bin auf jeden Fall voll Fan davon, wenn jetzt endlich Frühling wird und man eben nicht mehr diesen Sheet draußen hat mit Sachen fliegen durch die Gegend aufgrund von mega windig oder es ist unfassbar matschig und nass und kalt und oh, wobei kalt ist es nicht, es sind 10 Grad, ne? Aber na, als erstes haben wir hier drin einen Flyer, Augen auf, leider hatten diesmal nicht alle Produkte in der Box Platz, deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Das haben wir öfters mal, dass in die Pinkbox nicht alles reinpasst, weil die Box tatsächlich einen begrenzten Platz von dieser Größe hat. So schaut sie nämlich aus. Die hast du auf dem Thumbnail auch schon gesehen. Hello Spring, das ist die Edition. Kommt mit einem sehr pastelligen, sehr frühlingshaften Farbverlauf daher. Oben etwas rosa, dann geht es ins Gelbe und hier unten sind wir so im blau-türkisen Bereich. Finde ich ganz hübsch. Und da gucken wir gleich aber erst rein, denn zuerst machen wir natürlich die Augen auf und gucken, was im Versandkarton noch alles drin ist. Als erstes ziehe ich hier raus Naked einen Rabattcode. Ich habe noch nie bei Naked geshoppt. Könnte ich vielleicht mal irgendwann in meinem Leben machen. Ja, die haben auf jeden Fall sehr interessante Produkte. Ich habe da auch immer mal wieder Holz bei anderen gesehen. Und dann haben wir die Zeitschrift Couch mit dabei. Ja, das ist die März-Edition. Ich finde es immer ganz interessant und ne, daraus kann man sich halt schöne Einrichtungs- und Wohnideen rausziehen. Ich meine, solche Sachen, ne, da stehe ich ja irre drauf. Das Problem ist, ich kann sowas bei uns nicht unbedingt realisieren. Vor allem so mit diesen Flauschi-Teppichen und so. Aufgrund von, wir haben einfach einen Hund und wir leben. Bei mir sieht es nie so aus. Naja, aber das Schaffell ist ganz niedlich, ne? Okay, auf jeden Fall wird das bei uns im Badezimmer in diesem Zeitungsständer, den wir haben, reinkommen. Ja, da blättert man mal gerne durch solche Magazine durch. Hier habe ich von Triacle Moon so ein Oschi-Duschgel mal wieder. Krass, oder? Sieht sehr orientalisch aus hier mit diesem goldenen Deckel. Dann hast du hier dieses orange-goldene Verpackungsviech. Und das ist auch Orange Secret, genau. Ein Traum aus tausend und einer Nacht. Ich spüre den seidigen Stoff und staune, wie leicht er ist. Die Farbe, dieses Leuchten und dann der Schmuck, der klingt und funkelt. Duschgel mit Orangenblütenextrakt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, solche großen Duschgele mir unter die Dusche zu stellen. Zum einen, weil meine Ablage dann einfach ziemlich schnell ziemlich voll ist. Und zum anderen, weil ich, was Duschgele anbelangt, halt gerne auch so ein bisschen Variation drin habe. Aber na, wir riechen einfach mal dran, weil Orange ist eigentlich auch nicht so mein Duft. Riecht nach Fanta.
Ja, ich trinke Fanta gerne, aber ich glaube, ich würde mir jetzt nicht unbedingt Fanta auf den Körper geben. Aber es ist ein Produkt, das zum Frühling passt, weil halt einfach dieses frische, fruchtige dadurch aufgegriffen wird und man dann halt einfach so ein bisschen vielleicht diese Geruchsvibes von Frühling bekommt, ich weiß nicht. Wobei Orange ist vielleicht auch ein Stück weit Winter, aufgrund von, wir essen da ganz viel Orangen und Mandarinen, keine Ahnung. Wird aber nicht bei mir bleiben, das wird weiter wandern, weil ich den Duft einfach nicht so gerne mag. Jetzt schauen wir aber mal endlich in die Box rein. Da entferne ich erstmal den Deckel. Da steht drin immer, du bist schön. Halte ich das richtig rum? Ja. Das finde ich total charmant und ich finde, dass die Pinkbox damit auf jeden Fall was Außergewöhnliches hat, weil das immer im Deckel drin steht und das finde ich einfach, es ist schön, es ist nett, es ist freundlich, man fühlt sich wie in Watte gehüllt. So. Es kommt kein Duft raus. Es riecht nur nach Papier. Dann habe ich hier das reguläre pinke Schleifchen, Seidenschleifchen, was ich einmal öffne. Dann habe ich hier ein Klebi, da steht drauf With Love, also mit Liebe. Auch der wird geöffnet. Und dann öffnen wir das Seidenpapier. Zuallererst springt uns das Heftchen an, wo drin steht, was drin ist, mit den Produkten, Produktbeschreibungen. Die eine oder andere kleine Info steht auch meistens hinten weiter im Heft drin. Und die werden wir uns anschauen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Liebe Pink Lady, willkommen zur frühlingshaften Hello Spring Edition. Spürst du es? Die Sonne kommt öfter raus, die Tage fühlen sich gar nicht mehr so kurz an und deine Haut erwacht aus ihrem Schönheitsschlaf. Also wirf die Kuscheldecke weg und fang an mit dem springtastischen Beauty-Ritual. So erblüht nicht nur der Frühling, sondern auch du mit den tollsten neuen Produkten rund um Beauty. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen, dein Pinkbox-Team. Okay, also frühlingshafte Produkte. Dann schauen wir mal. Das finde ich immer total großartig. Du hast ab und an bei der Pinkbox auch solche Kärtchen mit dabei. Die verwende ich immer für Verlosungspakete zum Beispiel. Do what makes your soul happy. Mach, was deine Seele glücklich macht. Hello Spring. Hallo Frühling. Sunshine on my mind. Sonnenschein in meinem Gedächtnis. Als erstes habe ich hier ein Produkt drin, das habe ich tatsächlich schon, die sind aber gut, von Riva Loves Me, die Blur Primer Drops, das sind diese hier. Das ist so ein schönes Glasfläschchen. Riva Loves Me ist ja eine neue Marke, die bei Rossmann eingezogen ist für Rival de Loubiang. Ich hole mal meine, weil dieses hier ist noch komplett verschlossen. Das lasse ich auch zu, weil es ja weiter wandern wird. So schaut nämlich das Fläschchen aus von dem Blur Primer Drops von Rival Loves Me mit Cranberry Extract. Oh mein Gott, so viele Rs. Ich kriege einen Knoten in meine Zunge. Ja, das ist einfach ein Blur Primer. Das heißt, der macht so einen Weichzeichner auf dein Gesicht. Das ist super angenehm, super flüssig. Man schüttelt das meistens einfach mal ein bisschen und nimmt dann mit der Pipette, die da drin ist, aus diesem wundervollen Glasfläschchen diese Flüssigkeit auf, wenn man es tief genug reinsteckt. Und hat hier so eine Perlmutt glänzende Flüssigkeit, die dann aufgesogen wird. Und die Konsistenz ist etwas dickflüssiger. Achso, oh, das riecht wundervoll. Also das mit diesem Cranberry-Extrakt riechst du richtig gut. Dann kannst du das halt so auf deine Haut tropfen. Ich persönlich brauche tatsächlich auch nur 3 Tropfen. Viel mehr brauche ich nicht. Du hast da auch so einen Goldschimmer mit drin. Also halt dieser Perlmutt-Goldschimmer, den man halt schon in der Pipette gesehen hat. Den hast du auch auf deiner Hand und der verleiht halt auch einen ganz leichten Glow. Und es riecht gut, es zieht gut ein, es ist wirklich schön. Deswegen ein gutes Produkt, was drin ist und darüber freue ich mich sehr. In der Pinkbox hast du auch tatsächlich vermehrt Drogerieprodukte drin. Das sollte man halt für sich bedenken, aber dafür hast du dann halt auch Full-Size-Größen mit dabei und vielleicht auch mal das ein oder andere Produkt mehr. Normalerweise hast du so 5 Produkte in der Pinkbox mit drin. Ja, man sieht es jetzt nicht so unbedingt wahrscheinlich. Ein bisschen sieht man, dass da ein bisschen Glow drauf ist. Aber es fixiert halt auch echt gut das Make-up und macht so eine schöne Verbindung zwischen der Haut und der Foundation. Darüber freue ich mich definitiv sehr. Also, das ist ja meine, aber dass der drin ist, weil ein gutes Produkt. Als nächstes habe ich hier eine Tagescreme von Sebamed, Anti-Pollution Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 20, Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen. Ja, richtig gut. Das ist eine Marke für sehr, sehr empfindliche Häutchen, weil es halt auch pH-neutral ist, pH-hautneutral, also mit einem pH-Wert von 5,5, stärkt die Hautbarriere mit fermentierten Milchsäurebakterien und schützt vor freien Radikalen mit 2% Antioxidanz, Vitamin E und Q10, also auch so ein bisschen
Antifaltengedöns. Und das ist eine medizinische Hautpflege. Da ich in meinem Umfeld sehr viele Leute habe, die halt echt empfindliche Haut haben, macht das durchaus Sinn, dass ich das dann weitergeben werde. Ne? 40 Milliliter sind hier in diesem Produkt enthalten. Das ist eine Tube. Tuben finde ich immer besser als Tiegel. Beim Tiegel musst du halt immer mit dem Finger rein. Sehen zwar schöner aus, ist aber meiner Meinung nach irgendwie so mit so einem... Ne? Nee, mag ich nicht so gerne. Da mag ich lieber eine Tube. Und ja, da ich jetzt genug Tagescremes aktuell da habe, wird auch das weiter wandern. Bislang wandert alles weiter, aber ich finde es trotzdem irgendwie coole Produkte, ne? Die werde ich behalten von Polar, eine La Véritable Crème de Laponie Lip Balm. Genau, das ist eine Lippenpflegecreme von Polar. Polar ist eine relativ hochpreisige Marke, die aber dennoch sehr, sehr häufig in der Pinkbox mit drin ist. Was ich interessant finde, ne? Weil normalerweise hast du hier eher so die Drogerie vertreten. Aber dann eine Lippencreme von Polar. Sagst du nichts zu, ne? Die kommt hier aus so einem, wie nennt man so einen Spender? Rausdrückspender-Vieh. Und die kannst du jetzt halt im Übergang oder im Winter auch sehr gut verwenden. Ja, ne? Deswegen, noch habe ich sehr, sehr sprude Lippen. Das ist so silikonmäßig sehr, sehr fest. Riecht auch so ein bisschen nach Cranberry oder so. Boah, schmeckt ein bisschen fruchtig, bitter. Mhm. Ja, finde ich gut. Wird hier erstmal auf meinem Schminktisch stehen. Das finde ich praktisch, das ist gut. Ein Getränk haben wir hier drin. 28 Black Hanf. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dose 28 oder so. Da gibt es auch einen Energy Drink, von dem ich sehr, sehr lecker mag, finde. Ja, das ist auch ein Energy Drink, aber den gibt es auch irgendwie mit Cola-Geschmack oder so. Keine Ahnung. Das werde ich jetzt tatsächlich nicht trinken, weil wir haben es jetzt 17.37 Uhr und ich versuche heute relativ früh ins Bett zu gehen, weil, wie gesagt, ne, die letzte Nacht war sehr kurz und ich möchte mich jetzt eigentlich nicht mehr pushen. Jo, und das soll halt mit diesem wunderschönen Hanfextrakt sein, keine Ahnung. Und das soll dann ja eigentlich, ja gut, das sollte dann eine aufputschende Wirkung haben. Keine Ahnung. Sehr schön. Hier haben wir auch zwei Masken von Luvos mit drin. Das sind diese zwei hübschen. Luvos, finde ich, ist einfach so eine... Das ist eine Bank. Ne? Das sagt man ja auch so, wenn es halt einfach eine Marke ist, auf die du dich verlassen kannst. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das macht auch wirklich das, was draufsteht. Das ist jetzt ein bisschen oldschool, immer wieder vom Design her, muss ich sagen. Aber es ist einfach ein Produkt, da kannst du dich drauf verlassen. Es wirkt und es funktioniert und es ist toll. Da habe ich einmal die klassische Reinigungsmaske, die hatte ich auch schon ein paar Mal öfters mit Hamamelis. Also wenn ich halt unreine Haut habe, mache ich mir die wirklich gerne drauf. Werde ich vielleicht morgen mal verwenden oder so. Und danach, oder wie auch immer, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn man es braucht, die Feuchtigkeitsmaske mit Mandelöl. Ich mache mir sowas tatsächlich nacheinander drauf. Also, dass ich mir erst so eine reinigende Maske drauf mache und danach eine feuchtigkeitsspendende Maske, damit die Haut halt nicht austrocknet oder so. Und deswegen finde ich das klasse, dass die beide hier so zusammen in Kombination mit drin sind. Und last but not least habe ich hier ein Lip irgendwas von Riva Loves Me Kissable Lip Gloss. Das ist einfach ein ganz klarer, simpler Lip Gloss mit einem ziemlich interessanten Füßchen, was halt oben dick und unten dick ist und in der Mitte halt schmal zusammengeht. Ich glaube, ich habe aktuell auch keinen klaren. Boah, der riecht voll gut. Richtig angenehm süß. Fühlt sich jetzt hier geswatcht ganz gut an, muss ich sagen. Und den mache ich mir jetzt tatsächlich noch über meine mit Lippenpflege eingepflegten Lippen drüber. Ich meine, gut, du hast zwei Produkte von einer Marke, von Riva Loves Me mit drin. Du hast zwei verschiedene Lippenpflegen drin. Oder Lippenprodukte, ne? Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber dafür haben wir meiner Meinung nach dieses Mal auch ein paar mehr Produkte als sonst mit bei. Deswegen, die mache ich mal drauf. Lässt sich sehr schön auftragen mit dieser Füßchenform. Nee, der fühlt sich, der zieht keine Fäden. Ich fühle mich wie ein Fisch. Fühlt sich gut an auf den Lippen. Das ist wirklich cool. Den kannst du auch als Liptopper nehmen oder solo tragen. Und der macht einfach einen schönen Glanz auf die Lippen. Das finde ich geil. So einen klaren Lipgloss habe ich auch, glaube ich, gar nicht aktuell bei mir in der Sammlung. Nice. Ja, ihr Lieben, das war die Pinkbox vom März 2020. Hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn einige Produkte weiterwandern. Ich versuche immer so zu denken, wenn ich jetzt quasi nicht so eine
Sammlung hätte, wie ich sie habe, sprich als ganz normaler Otto-Normalverbraucher darüber urteilen möchte, dann sind es Produkte, die ich durchaus gut verwenden kann. Gut, zwei verschiedene Lippenprodukte, wobei das eine Pflege und das andere halt dekorative Kosmetik ist. Dementsprechend ist es schon wieder in Ordnung, finde ich. Aber die Produkte an sich haben mir gut gefallen. Wenn auch dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!